Ja, ich habe auch nochmal eine Verständnisfrage an Herrn Karl. Also habe ich Sie richtig verstanden, dass diese Verbotsverordnung von Frau Faeser im November 23, da hieß es ja nur, vom Fluss bis zum Meer auf Deutsch oder anderen Sprachen sei verboten. Und dies richtet sich aber wirklich nur ausschließlich, wenn dieser Slogan in dieser Formulierung bei einer Demonstration, sagen wir mal, in einem pro-palästinensischen Kontext fällt. Wenn dies Ganze in einem Kontext, sagen wir mal, einer pro-israelischen Demo fällt und aber die palästinensische Staatlichkeit hinterfragt oder negiert, ist das in keiner Form strafbewehrt bisher. Habe ich Sie da so richtig verstanden? Also, ich habe es ja erklärt, das ist Teil der Verbotsverfügung gegen die Hamas. Insofern ist es als eine Aussage der Hamas, von Hamas-Anhängern in Deutschland verboten und als solches auch strafbewehrt. Und Strafrecht, das kann die Kollegin aus dem BMJ besser erklären, ist immer eine Frage aller Einzelfallumstände, die natürlich gewertet werden muss. Ich weiß, das Thema hatten wir schon, aber der Slogan kommt ja ursprünglich eher aus dem linken Lager von der PLO in den 70er Jahren. Das heißt, wenn ich als linker Palästinenser mich explizit von Hamas distanzierend diesen Slogan auf einer Demo formuliere, ist der nicht strafbewehrt. Das ist als Teil des Verbots der Hamas, als Aussage der Hamas strafbewehrt. Auch wenn ich als politischer Hamas-Gegner... Jetzt habe ich es wirklich dreimal beantwortet. Genau, das wiederholt sich. So, jetzt noch eine letzte Frage. Also, Entschuldigung, pardon. Ja. Nee, ich kann eben auch nur gerne ergänzen, dass das natürlich immer ein Einzelfall ist, den das BMJ auch insofern nicht prüft. Insgesamt haben wir hier auch schon mehrfach an dieser Stelle erläutert, dass unser Strafgesetzbuch im Moment, glaube ich, ganz gut aufgestellt ist. Um solche Fälle sollte das denn nötig sein, auch strafrechtlich zu überprüfen, und sollte sich in diesem Einzelfall oder in anderen Fällen Änderungsbedarf ergeben, dann werden wir das selbstverständlich prüfen. Ja, das vielleicht. So, eine letzte Frage von dem Kollegen von Anadolu und dann machen wir thematisch weiter. Okay, umso besser.